Ja, hallo und herzlich willkommen zum, ja, noch nicht Review, aber einem kleinen Überblick und ich denke, oder Quick Overview, wie die Amis sagen, von dem Schwed SCHF 37. Komplettes Review folgt dann. Ja? Hatte ich mir bei Amazon bestellt für 51 Euro und ich habe einfach mal so aus Spaß mein Backhudle mitgebracht. Ja. Nicht, dass man die großartig miteinander vergleichen könnte, aber damit ihr mal so einen Eindruck kriegt. Ja. So. Ja. So. Kurz als Daten gesagt, haben wir hier eine 31,11 cm Klinge. Wie gesagt, richtiges Review kommt noch. Ja, hier ist es eingestanzt. Hier steht Trade. 18,6 cm Klinge, 5 mm stark. Und Klingenmaterial ist 1095 High Carbon Steel. Griff ist aus TPE, hat eine schöne Textur. Gefällt mir optisch schon mal ganz gut, ob die nutzt, weiß ich nicht. Aber hier mit meinen Arbeitshandschuhen, das sind hier so welche mit einer Gummierung unten. Der Camp Kramer wird sie kennen. Hi Martin. Exzellent. Kommt hier mit so einer Nylonscheide. Velcro, also Klett und Patte. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört mit Flugzeugen oder ein Brumm, circa 7-8 Kilometer von hier ist der Flughafen Köln-Bonn. Muss man mitleben. Oder kann man mitleben, muss man aber nicht. Aber mir gefällt es hier. Und die Geräusche stören mich nicht. Die höre ich auch zu Hause. Das ist mir egal. Weil es mich jemand nach meiner Mütze fragt. Oder nach meinem, ne? Tasmanian Tiger, Fließmütze. Gibt es bei Amazon. So. Kommen wir zum Inhalt dieser Extra-Tasche. Da haben wir hier nämlich einen Diamantschärfer. Sehr gut. Und einen Fire Steel mit einem Striker. Ich zeig das mal so. Geht so. Huh? Probieren wir das mal mit der Klinge. Die ist ja Pulver beschichtet. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Okay. Funktioniert besser. Muss man vielleicht hier oben ein bisschen die Pulverbeschichtung abmachen. 90 Grad Winkel schön abschleifen. Na, jetzt habe ich eine Seite genommen, wo die Beschichtung von dem Diamantstahl, Feuerstahl noch nicht abgezogen ist. Ich finde es gut. Macht seinen Job. Und ja, hat meine extra Tasche was. Lässt sich aber auch noch erweitern, da passt noch was rein. Kondome zum Beispiel, für Wasser zu sammeln. Was ein wunderschöner. Ja, soll man noch sagen, heute ist der 5.12. Ob das hier noch Spätherbst ist? Nee, ist Winter, ne? Mein alter Assault. Und hier im Wald trage ich grundsätzlich, also für Videoaufnahmen, diese Weste. Die hängt dann gut sichtbar an einem Baum, falls hier Jagdbetrieb sein sollte, aber ich glaube eher nicht. Da hinten ist eine, ja, eine Laubhütte, hätte ich fast gesagt. Ja, ein Shelter halt. Ach, herrlich, oder? Schön. Wunderbar. So, als erster Eindruck möchte ich, da ich das Messer wann habe ich es denn bekommen? Freitag? Ich hatte sofort auf Instagram und Facebook davon Fotos gepostet. Konnte es aber am Wochenende nicht in Betrieb nehmen. Wir hatten einfach zu viel zu tun in der Familie. Haben wir hier. Also diese Gürtelschlaufe, die mit Velcro oder Klett und Patte, haben wir hier noch. Das muss ja 747 sein. So laut kann nur eine 747 sein.
haben wir hier noch eine Beinschlaufe oder hier Kordel, um das ums Bein rumzuschlaufen, damit es nicht so hin und her wackelt beim Laufen. Ja, ist gut, ist aber kein Paracord. Ist jetzt erst nur ein kurzer Überblick. Ja, das ist dann die Scheide vom Backhudlim. Alles klar? Ich will jetzt mal gucken, ob ich mit diesem Stück Totholz ein bisschen choppen kann. Okay. Will auch mal ein bisschen schnitzen. Hui. Ich will euch das mal zeigen. Alles klar? Löckchen Manufaktur Bremen. Bin auch ein bisschen erkältet, aber das beste Mittel gegen Grippe ist rausgehen. Und ich habe Frau Brehm jetzt am Wochenende beigebracht, weil sie auch krank wurde. Auch wenn man keinen Appetit hat, keinen Hunger hat, man muss die doppelte Menge essen, ja? Weil der Körper die Power braucht, um gegen eine Grippe anzugehen. Also, wenn ihr krank seid, fresst nicht nur Zwieback und trinkt Kamillentee. Esst wie Männer. Wenn ihr keine Männer seid, esst trotzdem so. So, ich gehe jetzt mal hier ans Ricasso. Teste das mal. Greift sich ganz gut im Vorgriff. Ein bisschen Sorge habe ich mit der Pulverbeschichtung. Ja? Das ist jetzt hier keine Abriebspur, sondern das ist Holzrückstände. Das sind Holzrückstände vom Choppen. Denn ich hatte in einigen Videos gesehen, dass ja, dann doch die Beschichtung abging. Ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, weil so eine Pulverbeschichtung, denn die ist sehr grob. Ob ihr das hören könnt? Ja, das liegt jetzt sicher in den Handschuhen. Ich kann die auch mal ausziehen. Ja, damit kann man sich praktisch die Fingernägel feilen. Okay, kleiner Witz. Ne, will ich. Ja, noch ein bisschen mehr als 2 Stunden Tageslicht, war okay. Ich habe Frau Brehm gesagt, ich gehe heute 2 Stunden in den Wald nach der Arbeit. Das ist eigentlich so meine Standardzeit. Wenn ich in den Wald gehe, sind da 2 Stunden immer drin. Dann ist auch mein Telefon auf Offline, da bin ich nicht erreichbar. Ja. Da habe ich meine Ruhe. Dann teste ich die Sachen, die ich hier mache. An. Sag noch mal einer, mit so einem Prügel kriegt man keine schönen Locken hin, oder? Hallo? Ja, wunderbar. Ich teste das mal mit dem Backhudlim. Der hat ja auch hier so ein Ricasso. Ja, geht auch. Glücklich, vielleicht liegt es am Holz. Ich teste mal. Mal ein Foto davon. Na gut. Also 5 mm Klinge, Manometer. 10,95 Stahl. Das sind welche, aus dem Kopf weiß ich es jetzt gerade nicht, welchen Kohlenstoffstahl man bei Kondor nimmt, waren 10,55. Oh, also ich bin begeistert von der Schnitzeigenschaft dieses Messers. Als Chopper, bitte nehmt mich da beim Wort. Choppen ist sonst eigentlich nicht so mein Ding, aber ich will testen, ob es Ausbrüche gibt. Ja? Deshalb chopp ich. Choppen halte ich, sag mal, für eine gewagte
Bushcraft Methode, ja, weil doch relativ unkontrolliert, ja, relativ. Manche nehmen nur noch zwei Finger, haben hier hinten so ein Pinky-Lanyard und dann kloppen die da drauf, ja, dann wird es einfach etwas unkontrolliert. Manche sagen beim Choppen, nehmt doch lieber eine Axt. Reden wir über One-Tool-Option. Ja, und du hast hier so einen Prügel oder so einen. Dann hast du die Möglichkeit. Und wenn dir keine andere übrig bleibt, dann nutzt du die. Aber so für Bushcrafter sollte ich mal erwähnen. Nach Anbruch der Dunkelheit, ja, oder bei Sonnenuntergang sollte man diese Technik besser lassen. Ja? Und am nächsten Tag weitermachen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja? Seitdem man findet da hinten so einen schönen Shelter. Ja? Jetzt werde ich einfach mal versuchen zu choppen, während das Stück Holz liegt. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch, und zwar ziemlich gerade, ja, ist natürlich ein bisschen abgesplittert. Wollen wir Speedschlitzen machen? Ist keine Technik für Bushcraft, ist einfach nur eine Spaßtechnik von mir. Ja, machen wir es mal mit Backhutlem, weil das Backhutlem ist eigentlich leichter, meiner Meinung nach. Ich könnte mich aber irren, weil es halt größer ist und daher vielleicht ein bisschen leichter wirkt. Na nun, nochmal. Ja. Genau. Muss echt mal gucken. Ich sehe hier so Spuren, aber das hat mit dem das ist kein Abrieb. Das ist also Abrieb vom Material, also von der Beschichtung, sondern das ist Abrieb vom Holz. Ich hole mir jetzt mal ein anderes Stück Holz und dann gucken wir mal weiter. So. Packen wir die mal weg. Schon mal Mora 510 Black raus. Immer am Mann, immer am Rucksack. Ist natürlich wesentlich schwieriger, das ist ja klar. Deshalb sage ich auch, wer beim Bushcraften sollte man im Prinzip immer ein zweites Messer bei haben, als Backup für feinere Arbeiten. Das zählt ja nicht. Also, das zählt schon. Ja? Aber mit so großen Klingen sollte man so kleine Klingen nicht messen. Die machen ganz schön Alarm, oder? Entschuldige für die Schneeferei, aber ein bisschen Feinarbeit machen. Ich finde, für grobe Sachen, für feine Sachen ist das schon echt nicht schlecht. Das ist natürlich eine andere Hausnummer für feine Sachen. Guck mal hier. Mal Fettwort. Oh,
nimm ich doch einfach mal mein Arbeitsmesser oder mein EDC überhaupt, ob auf Arbeit oder privat. Das hat durch den Hohlschliff einen ganz anderen Biss. Das beißt sich wesentlich anders rein. Aber Choppen macht schon Spaß damit. Ist halt keine typische Buschkrafttätigkeit, die ich empfehle. Wirklich nicht. Und im Survival-Fall sowieso nicht. Ihr müsstet hier sein. Ihr müsstet das riechen können. Das ist einfach... Das lässt sich nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ich das Frau Brehm schon mal so gesagt habe, aber wenn ich im Wald bin und man riecht den Wald, vielleicht auch das Verrotten des Laubes jetzt so in der, wenn wir kurz vor Nikolaus. Für mich riecht das dann wie als wenn ich zu Hause wäre. Also es hat so einen deftigen Geruch. Nicht, dass es bei mir zu Hause riecht, als würde es verrotten oder sowas. Nein, nein. Nee, aber es riecht ganz anders als im Sommer. Klar, ich mag den Sommergeruch des Waldes auch, wenn es so frisch riecht oder im Frühling. Im Prinzip ist jede Jahreszeit schön im Wald, aber der Herbst, der Spätherbst, wenn die ganzen Fliegen, die ganzen Stechmücken und sowas nicht mehr da sind, das ist schon schöner. Frühling wird es dann ein bisschen kritischer für mich, weil ich wahrscheinlich ziemlich süßes Blut habe, ja? Und die lästigen Biester gerne zu mir kommen, ja? Oder im Frühherbst oder so. Erinnert mich an ein Video vom Stefan, wo ihn ständig so ein Moskito das Blut aussaugen wollte. Und er sagte immer wieder, hol dir dein Blut woanders. So, zurück zu dem Messer. Das ist toll. Für 51 Euro, mein lieber Scholli, kriegst du da einen Brummer. 51 Euro. Leck mich in der Tisch. Guckt es euch an. Ja? Kontrollierbarer, glaube ich, als hier beim Backhudlim. Obwohl ich das Messer nicht liebe. Ich war früher kein Fan von großen Messern, aber jetzt, ja, Geschmäcker bei Messern können sich ändern. Ich merke keinen Unterschied zu dem Messer hier. Zumindest was es angeht, auch normal zu schnitzen oder zu choppen. Ich merke da keinen wesentlich großen Unterschied. Ja, das Backhudlim ist teilweise, wo ihr es kauft, bis zu 3-mal so teuer. Ja. Ich könnte natürlich jetzt auch mal versuchen, mit dem 510 zu choppen. Achtung. Und jetzt gucke ich schon ein bisschen wie Gugu. Euch jetzt den Abrieb an, und das ist nicht, aus meiner Meinung nach, nicht vom Holz, von der Beschichtung, sondern vom Holz. Entschuldigung, Reizhusten. Nochmal, einmal.
Das ist ein Zeichen, nach Hause zu gehen. Nee, für euch kameragerecht. Gut. So, kleiner Überblick. Erster Eindruck. Ihr wart dabei. Ich werde es weiterhin benutzen. Und wir sehen uns im nächsten Video. In circa ein oder zwei Wochen kommt ein Review. Vielleicht mache ich es auch zwei, drei Wochen später. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich habe ca. 200 Messer noch auf dem Tisch liegen, die ich machen wollte. Ich müsste, sondern wollte, weil das mein Eigentum ist, die ich gekauft habe vom Heimgeld und nicht gesponsert bekommen habe von irgendwem. Mehr sage ich dazu nicht. Also, am Sonntag kommt Winnetou. Wir haben die aber gemacht. Also, tschüss, Mati und schwenkt tot. Tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp. Oh Mann. Geil. So. Geil.